Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, und zwar heute mal wieder mit einem Tag-Video. Und zwar wurde ich getaggt vom lieben Kurt alias Godzilla für 1990. Vielen lieben Dank, Kurt, fürs Taggen. Du weißt ja oder ihr wisst ja, ich mache immer wieder gerne bei Tags mit, eben macht immer wieder Spaß. Auch dieser Tag hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat jetzt ein bisschen gedauert, muss ich gestehen. Tut mir leid dafür. Ist schon jetzt ein paar Wochen her, wo ich getaggt auch wurde. Der Tag ist schon lange im Umlauf jetzt auch. Aber wie sagt man so schön, besser spät als nie. Und ich hoffe, es ist okay. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei ein bisschen. Und ja, der Tag nennt sich halt eben der gute Laune-Tag. Ins Leben gerufen vom guten Michael Speyer und seiner Frau. Grüße gehen raus an euch. Cooler Tag. Und ja, schaut auf jeden Fall unbedingt bei denen vorbei, bei den beiden, bei Michael Speyer, sein Kanal, wenn ihr noch nicht kennt. Ich muss auch mal öfter reinschauen, muss ich gestehen. Habe ich auch noch nicht viel geschaut von euch, aber sehr sympathisch auf jeden Fall. Und ja, dann hat mich jetzt auch die Nachricht, leider eine traurige Nachricht erreicht, wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen jetzt haben, ist nämlich der gute Jerry Stiller verstorben, Vater von Ben Stiller, bekannt eben aus King of Queens, der den Arthur ja spielt. Den glaube ich auch sehr, sehr viele feiern die Rolle. Und ja, ist eine traurige Nachricht, aber er hat, sage ich mal, ein gewisses Alter erreicht. Ich glaube, 93 ist er geworden, also ein schönes Alter, wo man, sage ich mal, zumindest da, ne? Und ja. Thema King of Queens wird jetzt auch noch gleich dann später nochmal kommen. Und genau, wollte ich nochmal anmerken, möge er in Frieden ruhen und absolute tolle Charakterdarsteller. Und ja, genau. Jo, dann wieder ein bisschen zum etwas Erfreulichem jetzt, eben zu den Fragen vom Tag. Und in Zeiten wie diesen ist das Lachen natürlich umso wichtiger, dass man das Lachen nicht verliert, die Freude verliert. Und da gibt es schon so ein paar nette Sachen, die mich persönlich zum Lachen gebracht immer haben oder immer noch bringen. Und wie gesagt, ist ein cooler Tag. Und ja, ich habe die Fragen hier vorbereitet auch. Es sind, glaube ich, ungefähr 18 Fragen müssten es sein, wenn ich mich recht entsinne hier. Genau, und die Nummer 19 ist dann halt andere zu taggen, genau. Okay. Und zwar, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal los mit der ersten Frage. Und zwar, Kinder lachen über alles. Was ist deine früheste Erinnerung an Komik? Beziehungsweise an welcher Komiker begleitet dich am längsten? Ja, auch eine sehr interessante Frage. Also bei mir, ich muss sagen, so ganz früher fing das auch an, so mit Michael Mittermeier schon, habe ich damals mal gesehen im Fernsehen mit dem Live-Programm Sept hieß das von ihm. Das war so einer der ersten von den Comedians, sage ich mal, da war ich auch noch wirklich relativ jung. Genau. Und ansonsten habe ich noch hier stehen, Jim Carrey hat mich auch schon früher begleitet, eben mit seinen lustigen Rollen in den Filmen eben wie Dumm und Dümmer, Ace Ventura habe ich als Kind schon gefeiert auch. Und ja, also das sind so die beiden, die jetzt so mir einfallen. Es gibt noch so andere Kabarettisten, die ich auch noch später erwähnen werde, der mich auch jetzt schon seit sehr vielen Jahren irgendwie da begleitet hat auch. Aber das sind so die ersten, ja, die ersten, wo ich sage, ja, so also Michael Mittermeier, Jim Carrey, das sind so die. So in den 90ern und so weiter fing das da an bei mir. Ja, dann kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar Stand-up oder Kabarett? Banal oder politisch? Worüber kannst du eher lachen? Ja, also bei mir ist es wirklich so auch politisch eigentlich weniger, kaum. Ja, ist mir zu so trocken ein bisschen, weiß ich nicht. Man muss sich doch mit der Politik ein bisschen mehr auseinandersetzen, dass man da vielleicht dann mehr lachen kann oder so. Und das ist auch nicht so ganz meins. Deswegen eher das Banalere oder halt über den Alltag, über die normalen Geschichten zwischen Mann und Frau und Problematiken und so. Das ist schon so eher meins. Also politisch eher weniger, ja.
Frage Nummer 3. Appelt oder Erhard, magst du lieber böse und gemeine Comedy oder lieber schelmisch harmlosen Spaß? Da habe ich mir aufgeschrieben noch gehabt, genau, dass es halt die Mischung macht, genau, die Mischung macht es halt, weil das wahre, echte Leben ja auch nicht immer harmlos eben ist. Also so ein bisschen, vor allem mit schwarzem Humor und Satire, kann man halt ernste Themen halt auch in komödiantischen verpacken. Und man, das finde ich auch gut, man darf auch, finde ich, gewisse Dinge im Comedy-Bereich bringen dann. Und ist halt nicht jedermanns Sache auch immer, aber sonst, ansonsten gerne so auch harmlosen Humor, so eine Mischung. Bei mir ist so eine Mischung, kann ich jetzt nicht so verallgemeinern jetzt, also war es da jetzt eher für mich, ne? Also so eine gute Mischung. Jo, so, Frage Nummer 4 lautet, Witz, komm raus, wie gefallen die Comedians, die einfach nur da sitzen, Witze erzählen, in Klammer, Fips, Asmussen, Markus Krebs etc. Ja, ist jetzt eher weniger, glaube ich, meins. Also rein jetzt nur da sitzen oder da stehen und Witze erzählen, ist mir auf Dauer zu banal, zu simpel, zu weiß ich nicht. Ich habe mir das noch vermerkt, dass ich eher jemand bin, der das mag, wenn jetzt die Comedians auf der Bühne so eine kleine Geschichte bauen und dann sich am Ende der Story nochmal das vom Anfang nochmal wiederholt so quasi und verbindet und ist halt auf extrem hohen Level natürlich dann sowas, das schaffen nicht alle auch oder die wenigsten machen wirklich so eine schönes Kabarett, wo man sagt, schön abgerundet noch einmal, also wirklich mit viel Anspruch dahinter. Genau. Also ich mag es halt eher, wenn die Comedians halt aus dem Leben irgendwas erzählen, irgendwelche lustigen Geschichten, sei es jetzt mit der Ehefrau oder hast du nicht gesehen und ja, also so rein Witze erzählen, klar, es gibt schon ein paar gute Witze auch, aber ich glaube 2 Stunden Witze erzählen, so schon ein bisschen hart, also wäre mir, glaube ich, zu wenig dann, ja, bin ich ehrlich. So, warte, ich schaue nur ganz kurz, ob meine Kamera läuft, ja. So, sehr gut, sehr gut. Frage Nummer 5 lautet, Lachen am laufenden Band, welche Sitcom magst du am liebsten und warum? Ja, es ist ganz, ganz einfach für mich, welche Sitcom, natürlich bei mir, man sieht es ja, glaube ich, muss mal kurz meine Kamera gucken, man sieht es ja bei mir hinter mir an der Wand, das Poster von King of Queens natürlich, und genau, also ganz klar für mich, auf der anderen Seite sieht man ja auch hier bei mir das Scrubs Poster, das Bild hängen. Ja, also King of Queens, Scrubs, Friends habe ich mir hier aufgeschrieben, sind halt einfach eben diese liebenswerten Charaktere, mit denen man mitfühlt, wo man sich halt auch selbst quasi manchmal diese Situationen wiedererkennt. Aus dem Alltag, vor allem bei King of Queens, gibt es halt so viele Stellen, wo man sich immer wieder drüber lachen kann, weil einfach man das aus dem eigenen Leben irgendwie oder so kennt oder Situationskomiken, absolut genial, King of Queens auf jeden Fall, gibt es nichts Besseres, sind einfach gut geschrieben halt, ne, die Charaktere auch. Ja, und Frage 6 schließt dann eigentlich gleich an. Wiederholungstäter, welche Sitcom, Komödie, Show hast du deutlich mehr als einmal gesehen und lachst dich trotzdem immer wieder? Ist Frage Nummer 6 und da kann ich auch eben sagen, King of Queens geht halt einfach immer für mich. Habe ich schon eben 1000 Mal kaputt gelacht, kam ich immer wieder. Ich habe es jetzt schon länger nicht geguckt, muss ich gestehen. Aber einfach aus dem Grund, dass ich auch ein bisschen wieder Pause haben wollte mal. Sind jetzt echt schon, glaube ich, ein paar Jährchen dazwischen, wo ich so wirklich die Box habe ich noch gar nicht, glaube ich, angeschaut, meine Blu-ray Box, aber früher im Fernsehen lief die ja auf 4-5 Kanälen damals parallel und so eine kleine Pause tut auch manchmal gut bei mir, finde ich, um dann einfach diese Sachen so ein bisschen zu vergessen, wobei man hat das eh das meiste im Kopf noch und ja, kann ich liebe diese Serie, für mich eigentlich nicht nur die beste Comedy-Serie, sondern für mich fast eine der besten Serien überhaupt, für mich vom Unterhaltungswert, deswegen, also ich glaube für viele von euch auch, King of Queens ganz weit oben, also wer die Serie nicht mag, ich
kann es nicht ganz verstehen, also ist einfach genial. Wie gesagt, der gute Jerry Stiller, leider verstorben, trägt da auch eine riesige Rolle in dieser Serie, in diesem Erfolg dazu bei, dass die Serie so genial ist mit Arthur und Doug eben und ja. Könnte man auf jeden Fall ins Schwärmen kommen bei der Serie. So genial die ist. Und zwar, nächste Frage lautet Nummer 7. Die Deutschen können das nicht. Welche deutsche Sitcoms, in Klammer, die Camper, alles Atze etc., magst du oder magst du sie überhaupt nicht? Ja, also ich muss gestehen, deutsche Sitcoms habe ich so gut wie kaum geschaut halt irgendwie. Damals, weiß ich nicht warum, habe mich nicht so stark interessiert damals, wenn ich jünger war. Aber ich muss sagen, eine der geilsten Serien auch deutschen ist auf jeden Fall Hausmeister Krause, muss ich sagen, die ich dann erst jetzt vor ein paar Jahren mal mit Domi und so, durch Domi und so weiter lieben gelernt habe. Müsste ich mir eigentlich auch mal irgendwie besorgen auf DVD, die Serie. Absolut genial, auch mit Tom, allein wegen Tom Gerhardt. Absolute deutsche Legende von Ballermann 6, voll normal natürlich. Also ich glaube, sollten auch viele von euch kennen, Tom Gerhardt. Und ja, also das ist eine richtig nice Serie, Sitcom. Also Hausmeister Krause, absolut genial, muss ich sagen. Ja. Genau, hab mir auch noch aufgeschrieben, ich bin halt eher Stand-Up-Fan mehr auch. Also im deutschen Bereich Comedians, nicht so der Serienfan, sondern mehr so Stand-Up. Also wirklich auf der Bühne rein, so Stand-Up-Programm mag ich mehr als so deutsche Sitcoms jetzt, deswegen, ja. Frage Nummer 8 lautet, dümmer geht immer, wie stehst du zu albernen Klamauk à la Didi, SketchUp und Co.? Ich habe mir vorhin, ich kannte SketchUp nicht, ich habe mir das vorhin mal auf YouTube so ein Best-of angeguckt mit Iris Berben da und so weiter eben und Dieter Krebs, glaube ich, hieß er, ne? War ganz nett, der eine Spruch, Sketch war ganz geil, wie er quasi bei den ganzen Prostituierten vorbeigeht und sagt zu ihr, und was kostet das bei dir? Und sie so, am Teppich kostet 25 Mark und im Bett 100 Mark. Und er so, hier hast du 100 Mark. Ah, sie wollen doch gerne am Bett, ne? Und er so, nee, was für Bett? Viermal Teppich. Also, der war schon nicht schlecht. Also, der war gut. Also, ist schon halt total schon älter und so. Also, ich kannte es jetzt gar nicht noch, SketchUp. Ist ganz nett, cool gemacht. Also, Didi ist auf jeden Fall Kult auch, ne? Ist schon echt witzig, Didi Hallervorden. Nonstop Nonsense, glaube ich, damals. Meine Mutter hat das auch immer wieder geschaut, wie ich klein war im Fernsehen. Ist echt nice. Ist auf jeden Fall die kann man nicht Schlechtes sagen, ne? Aber so Klamauk jetzt so an sich, so. Ja. Ja, gut. Schauen wir mal. Schwierig auch manchmal. Was ich auch cool fand, war, ich weiß nicht, das ist jetzt Klamauk auch, so Sachen wie die Wochenshow mit Ingolf Lück und Anke Engelke und Pastewka, wie sie alle heißen. Wie hieß er denn? Der Maria Profitlich, Markus Maria Profitlich, war auch absolut geil, war ja auch so Klamauk bisschen und ja, absolut geil. Die Wochenshow damals geliebt auch wo ich kleiner war, jünger war. Nummer 9 sind wir, genau. Quatsch Deluxe, wie stehst du zu übertriebenem, cartoonhaften Humor à la Klim Bim oder Benny Hill? Ja, gut, also ich kenne die Melodie von Benny Hill, ich glaube, die kennt man. Ansonsten kann ich ehrlich gesagt nicht viel dazu sagen, habe ich nie geguckt alles. Also, da bin ich echt raus jetzt, also sorry, kann ich leider echt nichts dazu sagen. Leider, schwierig. Frage Nummer 10, very British, die Briten haben einen ganz eigenen Humor, kannst du damit was anfangen? Ja, auch eher weniger. Aber natürlich der gute Rowan Atkinson, Mr. Bean, natürlich schon so ein Klassiker, eine Legende auf jeden Fall. Die kann man sich auch gerne mal geben, laufen lassen, wenn der irgendwie im Fernsehen oder irgendwo lief. Mr. Bean natürlich schon eine Legende. Ist schon sehr, sehr witzig. Kann jetzt auch nicht extrem kaputt lachen, glaube ich jetzt mehr, aber Mr. Bean ist schon nett auf jeden Fall zum Gucken auch ab und zu mal dann.
Wie gesagt, gut, Fernsehen gucke ich jetzt eigentlich schon seit längerem nicht mehr. Also komme ich gar nicht in Berührung mit Mr. Bean mehr. Ja. Jo. Aber sonst, wie gesagt, dieses auch eben, habe ich mir auch geschrieben, Little Britain habe ich damals, haben wir damals geguckt da irgendwie. Und ja, war schon in Ordnung, aber jetzt so richtig kaputt gelacht. Humor ist halt echt so eine Sache. Dann haben wir die nächste, und zwar Nummer 11. Parodie ist die aufrichtigste Form der Verehrung. Wie stehst du zu Persiflagen in Filmen, Klammer Scary Movie, Nackte Kanone, Hot Shots und Fernsehform, Klammer Switch etc.? Ja, da habe ich mir noch aufgeschrieben. Und zwar, ja, Scary Movie, die ersten beiden Teile vor allem, die war schon echt witzig damals. Ich weiß nicht, wie ich die aus heutiger Sicht sehen würde, aber er war schon kultig auf jeden Fall. Scary Movie damals, die ersten zwei Teile vor allem, glaube ich auch, waren das. Die waren schon nice. Aber alles, was danach kam, habe mich gar nicht mehr so interessiert. Diese ganzen, ich habe dann nur die Trailer gesehen von Fast and the Furious Verarsche bis hin zu Paranormal Activity Verarsche bis. Ich weiß nicht, das hat mich alles nicht mehr. Das war mir alles zu doof, zu plump irgendwie. Ich weiß nicht. Ich mag zwar so einen Humor manchmal, so wie halt Jim Carrey mit Dumm und Dümmer oder sowas. Aber da steckt ein bisschen mehr Herz, Liebe drin, keine Ahnung. Ein bisschen mehr. Das ist mir alles zu. Kannst du dir erklären? Ja, Leslie Nielsen oder so, Hot Shots, Nackte Kanone. Zum Beispiel. Was ich auch so ganz cool fand immer war hier Police Academy zum Beispiel, fand ich cool. Die ersten drei, vier Teile waren richtig nice. Ist ja auch so in die Richtung eigentlich, ne? Police Academy, richtig nice. Oder ja, was fällt mir dann noch ein? Sowas wie die Flodders zum Beispiel, wenn jemand kennt noch. Ist auch lustig. Nackte Kanone, ja. Hot Shots war auch ganz cool. Aber wie ich die jetzt sehen würde, weiß ich gar nicht. Ich habe schon so viele Jahre nicht geguckt, diese Sachen. Ich kann es gar nicht genau sagen. Switch habe ich auch ganz ab und zu reingeschaut. Gibt es auch so ein paar nette Sachen, ein paar nette Parodien. Stefan Raab hier und so weiter. Habe ich aber auch nicht regelmäßig jetzt geschaut, aber ist auch nicht schlecht, ja. Aber so an sich so. Ich habe mir noch hier vermerkt, genau, dass ich zum Beispiel so Sachen wie von, wenn ihr kennt, Matze Knob, als der ja auch hier Jürgen Klopp und die ganzen Leute parodiert. Sowas mag ich halt, bin auch so ein bisschen Fußball natürlich Fan und so. Oder es gibt in Österreich jemanden, der heißt Alex Christan. Alex Christan, der halt auch die ganzen Fußballer oder prominenten Leute parodiert, nachmacht, richtig gut nachmacht, und da, das feiere ich auf jeden Fall schon auch. Also so parodiemäßig, das ist schon echt geil. Also, genau, wie gesagt, Matze Knob aus dem deutschen Bereich zum Beispiel eben, der dann Beckenbauer nachmacht und keine Ahnung, wen alle noch. Der ist schon cool. Also ich würde mich auch geehrt fühlen, wenn ich jetzt so irgendwie im Rampenlicht wäre und mich jemand parodieren würde, ist schon eine Ehre auf jeden Fall, weil da hat man es, glaube ich, auch geschafft, ne, wenn man jetzt parodiert wird. Dann hat man es geschafft. Jo, dann Frage Nummer 12. Ohne Worte. Braucht man für Humor viele Worte oder kann es doch über nonverbale Komik wie etwa Pantomimen, Clowns oder Stummfilmsketche lachen? Da habe ich mir nur aufgeschrieben, ja, da ist so eher, also eher nicht so. Außer halt jetzt eben Mr. Bean, der jetzt eigentlich auch kaum redet in seinen Sketches, meistens eher nonverbal viel mit seiner Gestik, mit seinem Gesicht macht. Aber ansonsten, also Pantomime, gar nicht mein Ding. Clown jetzt auch nicht wirklich Stummfilm. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Fan jetzt vom Lachen her, wenn jetzt irgendwie auf die Fresse fliegt. Diese ganzen Clips, wo die Leute sich verletzen oder so. Gibt so ein paar lustige Sachen auch immer wieder, aber so der Großteil ist für mich so zum Schmunzeln vielleicht oder so, ne? Deswegen, also schwierig. Da. Nächste Frage, 13. Zu zweit ist man weniger allein. Welches Comedy-Duo oder Gruppe magst du am liebsten? Also ich muss sagen, für mich ist da halt zwei österreichische Kabarettisten, die vielleicht
vielleicht von euch aus Deutschland nicht so viele jetzt kennen. Könnt ihr mir in die Kommentare mal schreiben, ob den jemand von euch kennt, die beiden. Und zwar Michael Niavarani und Viktor Gernot. Das sind halt zwei sehr, sehr bekannte, also mit einer der größten, bekanntesten Kabarettisten aus Österreich, in Österreich. Kennt eigentlich bei uns in dem Bereich jeder. Und ja, Michael Niavarani vor allem ist hat persische Wurzeln halt, ist für mich mein Lieblingskabarettist überhaupt. Und ich werde euch ihn verlinken, unten in der Beschreibung, unten verlinken einen Auszug von ihm aus einem Kabarettprogramm von ihm. Könnt ihr mir mal sagen, wie ihr das so findet. Ist ein 10-Minuten-Video oder so, packe ich euch mit rein. Ne? Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Und ja, ich glaube, von den beiden gibt es auch das gesamte Programm auf YouTube. Die Musterknaben könnt ihr auch mal schauen, wenn ihr Bock habt. Also für mich geilste Duo auf jeden Fall, so kabarettmäßig auch. Ansonsten natürlich, habe ich noch aufgeschrieben, natürlich Doug und Arthur aus King of Queens. Auch ein absolut geniales Duo halt auch, Doug und Arthur. Ja, und genau, das sind so die beiden Pärchen da für mich jetzt, wo ich wirklich sehr, sehr viel lachen kann. Und genau. Nummer 14. Wer zuletzt lacht? Welchen Comedian hast du dir zuletzt angesehen und wie hat er dir Auftritt gefallen? Der letzte Auftritt müsste Gary Seidel gewesen sein. Gary Seidel ist ein österreichischer Kabarettist, der auch sehr gut ist für mich. Wie ich finde, sehr, sehr lustig, sehr sympathisch ist. Habe ich echt dauerlachen müssen. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und zwar waren wir da mit meiner Mutter, Bruder, Stiefvater an Silvester. Kann ich auch jedem empfehlen, wenn ihr am 31. ins Kabarett oder zu einem Comedian geht, weil dann hat man schon so eine schöne Stimmung, um ins neue Jahr zu wechseln, zu rutschen. Also Kabarett am Abend noch schön, am 31.12. schön Kabarett. Kann ich echt empfehlen, ist eine geile Sache. Wir waren echt gut drauf, wir haben uns tot gelacht, also dann noch schön was essen oder so und dann, ne, geil. Also Gary Seidel, top gewesen, top. Ist halt, kennt glaube ich aus Deutschland so gut wie keiner wahrscheinlich auch, aber echt ein cooler, cooler Typ, der halt auch über Dinge aus dem Leben, Alltag und so weiter mit seiner Frau erzählt und, ja. Nächste Frage, 15. Wer anderen eine Grube gräbt, magst du Prank-Videos? Und welcher Prank ist deiner Meinung nach der gelungenste? Welcher kann man gut zu Hause nachmachen? Klammer 1. April. Ja, ich habe da vermerkt, also ich habe jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, noch, weiß nicht, ob ich jemals jemanden in den April geschickt habe. Ist halt nicht so mein Ding irgendwie, ich weiß nicht. Also klar, mal jemanden so ein bisschen veräppeln, so ein Kumpel oder so. Aber weiß ich nicht, habe ich nie so das den Drang gehabt jetzt. Irgendwie hat mir das auch irgendwie leid getan manchmal, wenn man jemanden verarscht. Tun mir dann die Leute fast schon wieder leid, weil die dann irgendwie leiden müssen und denken, oh Gott, ich bin da viel zu, weiß ich nicht. War nie so mein Ding. Prank-Videos gibt es ja auf YouTube wie Sand am Meer auch eine Zeit lang gewesen. Ja, wenn die Prank-Videos jetzt nicht gestellt sind, sage ich mal, wie bei Leon Marcher oder so, dann ist ja schon ganz nett zum Schauen manchmal. Aber es ist auch nicht die Videos, die ich glaube ich am meisten schauen würde jetzt auch. Ja, gab es auch diese Gold-Digger-Pranks, wo die Männer irgendwie mit dem Auto ankommen und dann die Frau quasi verarschen und dann sagen, dann doch quasi Kohle haben, auf einmal sind die Frauen interessiert an denen doch und sagen, ja, sorry, das keine Chance. Ja, weiß ich nicht. Also generell eher weniger jetzt, aber ja, ich hoffe, die Frage ist einigermaßen beantwortet. Ist jetzt nicht so ganz mein Ding jetzt zu Pranks, aber jo. Gibt es ein paar coole vielleicht. Nummer 16 lautet Top 5. Wer sind deine 5 Lieblingskomiker? Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich dabei um Comedians, Autoren oder Schauspieler handelt. Da habe ich jetzt glaube ich nur 4 Namen. Da habe ich dabei Jim Carrey, Michael Mittermeier, Michael Niavarani eben, der vorher schon angesprochene österreichische Kabarettist, mein Lieblingskabarettist, und Kevin James, also aus King of Queens, der Duck, ne? Kevin James. Das sind jetzt 4 Namen, ich weiß nicht, 5,
Ich habe überlegt, einen fünften gibt es bestimmt irgendwie noch ein paar nette Leute, die ich lustig finde. Auch jetzt, ich habe überlegt, Zach Braff von Scrubs oder so, aber ja, das sind so schon die vier, wo ich wirklich sehr, sehr lachen muss, kann. Und danach kommt lange eine Pause und dann kommen erst irgendwie Didi Hallervorden, Tom Gerhardt und so weiter. Ja, wobei Tom Gerhardt würde ich auch noch mit reinpacken, glaube ich sogar. Ist auch sehr, sehr nice. Aber ja, passt. Zumindest mal vier jetzt da. So. Das Video geht schon wieder so lang, Leute. Es tut mir leid, ich versuche mich zu beeilen. So. Frage Nummer 17. Kommt eine Frau beim Arzt? Magst du Flachwitze? Und wenn ja, welcher ist dein Liebster? Also, es gibt halt echt schon ein paar gute Flachwitze auf jeden Fall. Ich kann euch da nur empfehlen, wahrscheinlich kennen das die meisten auch. Und zwar Bullshit TV auf YouTube. Die haben ja immer diese Challenges gemacht, wo die zwei gegeneinander sitzen und mit dem vollen Mund mit Wasser gefüllt. Und der Dritte erzählt halt einen Flachwitz und wer zuerst spucken muss, ausspucken, dem anderen ins Gesicht spuckt vor Lachen, hat verloren. Das sind lauter Flachwitze und das sind echt schon ein paar lustige Flachwitze dabei, wo man schon echt lachen muss. Also, aber einen liebsten Flachwitz habe ich jetzt nicht wirklich. Gibt es ein paar coole, aber dafür habe ich jetzt als nächste Frage einen Witz, den ich lustig fand. Und zwar die nächste Frage lautet: Kennst du den? Erzähl uns deinen Lieblingswitz. Ich jetzt, weiß nicht, ob es mein Lieblingswitz ist, aber mir ist der jetzt eingefallen, den ich halt doch witzig fand. Und zwar, genau, aus der Serie Sopranos, der Mafia-Serie Sopranos, gibt es eine Szene, wo Tony Soprano, James Gandolfini gespielt, leider auch schon verstorben, richtig, richtig geile Serie nebenbei vermerkt. Ja. ich kann euch die nur echt empfehlen, schaut euch Sopranos an, ist ja auch HBO richtig gut, auch wenn schon älter ist. Und er spielt ja diesen Mafia-Boss und sitzt in einem Restaurant. Ich kann euch die Szene, werde ich euch jetzt gleich per Handy vorspielen, wenn ihr den Ton hört, wie den Witz, er seiner rechten Hand, glaube ich, war das, den Witz erzählt im Restaurant, weil ich kann das nicht so schön eins zu eins wiedergeben, dass ihr da vielleicht ein bisschen lachen müsst. Deswegen, ich habe das schon hier vorbereitet am Handy. Und werde das Ganze jetzt einfach mal abspielen. Mal schauen, wie ihr den Witz. Ich fand schon irgendwie, ist schon so ein bisschen derbe auch, aber ich fand schon witzig auf jeden Fall. So, Moment. So, ich spiele mal ab. Muss mal kurz hier rüber switchen da. So. Reicher Mann und armer Mann haben am selben Tag Hochzeitstag. Sie treffen sich also jedes Jahr, um Geschenke für ihre Frauen zu kaufen. Der arme Mann sagt zu dem reichen Mann: Was hast du deiner Frau dieses Jahr gekauft? Er sagt: Ich habe ihr einen großen Brillanten besorgt und einen brandneuen Mercedes. Der arme Mann fragt: Warum hast du ihr beides besorgt? Der reiche Mann sagt: Wenn ihr der Brillantring nicht gefällt, kann sie den mit dem Mercedes zurückbringen und ist trotzdem froh. Fragt der Reiche den armen Mann: Was hast du deiner Frau dieses Jahr besorgt? Der sagt: Ich habe ihr ein paar Slipper besorgt und ein Dildo. Der Reiche Mann sagt: Wozu besorgst du ihr denn ein paar Slipper und ein Dildo? Sagt der Arme: Wenn ihr die Slipper nicht gefallen, kann sie sich selbst ficken. Ja. Ja. Ich konnte das Ganze jetzt nicht per Video zeigen, weil wegen Rechte, man weiß ja nicht und so. Lieber nicht. Ja, weiß nicht, ob ihr lachen konntet jetzt. Ich habe den jetzt natürlich schon öfter gehört und habe jetzt nicht extrem gelacht, aber ich muss sagen, ich fand den damals, musste schon lachen auch. Also der war schon ein bisschen derb jetzt, aber ja, kann man mal machen, ne? Kann man machen. Also wie gesagt, Sopranos. Absolut geniale Serie auch. Ist jetzt eigentlich keine lustige Serie, ne? Mafia-Serie, aber das war eine nette Auflockerung auf jeden Fall. Jo, genau. Aber wie gesagt, liebster Witz ist so schwierig. Ich merke mir auch viele gute Witze, merke ich mir auch gar nicht leider. Deswegen, jo. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, das war schon echt die letzte Frage, ne?
Leider. Nummer 19 lautet dann nur noch: Lachen ist ansteckend, tagge andere YouTuber, damit das Lachen sich ausbreitet. So, ich switch mal wieder rüber hier. Jo, das Video geht schon eine halbe Stunde, ey. Meine Fresse, ich laber aber auch viele, ne? Eieiei, okay. Ja, das war's eigentlich schon. Das waren die Fragen. Ich muss sagen, sehr, sehr cooler Tag. Grüße nochmal gehen raus an Michael Speyer. Wenn du das vielleicht sehen wirst, das Video, ich weiß es nicht, ich hoffe mal vielleicht. Und an seine Frau Becky, glaube ich, ist es, ne? Wie heißt die Frau? Genau. Deine Frau. Grüße an euch für diesen tollen Tag. Hat mir Spaß gemacht und schaut gern vorbei. Ich werde alles unten verlinken, Leute, wenn ihr noch nicht kennt. Michael Speyer. Und danke nochmal Kurt fürs Taggen auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe es endlich geschafft jetzt und ja, ne? Schaut auch natürlich beim Kurt vorbei. Aber ich glaube, den kennen eh alle, die mich kennen, ne? Deswegen. Ja, jetzt müsste ich wieder einen taggen. Ich habe jetzt echt überlegt, ich habe echt geschaut und so. Wer hat denn. Es haben halt schon so viele den Tag halt wirklich gemacht, weil es schon Wochen jetzt her ist. Normalerweise mag ich diesen Spruch selber nicht, wenn da Leute sagen, ja, ich tagge jetzt keinen oder so. Aber ich weiß nicht, wenn ich sonst groß taggen soll. Wenn ihr einfach Bock habt, Leute, den Tag zu machen, fühlt euch von mir getaggt. Könnt mich auch gerne erwähnen, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr Bock habt, macht den Tag. Ist ein cooler Tag. Wie gesagt, in Zeiten wie diesen ist Lachen schon wichtig auch, dass man sich das Lachen behält und nicht verliert. Und genau, wie gesagt, sehr, sehr nice. Hat echt Spaß gemacht, ohne Mist. Und bevor ich jetzt noch länger laber, ja, mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch wie immer auf jeden Fall auch viel Spaß beim Filme schauen und so weiter, was ihr gerade macht. Lasst mir gerne Kommentare da, würde mich wirklich freuen und jo, haut rein, ciao, ciao.